Schon wieder keine Post? Das neue Nahkampfmagazin hätte längst hier sein müssen. Ja, ich weiß nicht. Ich habe noch nicht nachgesehen. Ach, und lass deine Dreckspfoten von meiner Lolita, ja? Ich will die Hefte nicht immer vollkommen verklebt zurückkriegen. Also irgendwie gefällt mir der Junge nicht. Vielleicht sollten wir doch mal einen Arzt für ihn kommen lassen. Wieso? Ist er krank? Nein, noch nicht. Aber der hat so viel Triebstau, dass ihm jede Minute die Eier explodieren können. Glaub mir, da hilft kein Arzt. Der braucht ein Mädchen. Ja, aber leider wurde bisher noch kein Mädchen geboren, das einen ganzen Abend mit Klaus verbringen würde. Von einem Austausch von Körperflüssigkeiten ganz zu schweigen. Was war denn mit seinem Rendezvous neulich? Nach seinen Worten ist die Frau da voll auf ihn abgefahren. Ma, die war blind und saß in einem Rollstuhl. Außerdem war die über 90 und unheilbar geistig minder bemittelt. Wie die es schaffen konnte, ihren Pflegern zu entwischen, wurde bis heute nie endgültig geklärt. Aber es gibt die starke Vermutung, dass Klaus die Wachen geknebelt und danach die alte Dame befreit hat. Hat irgendwie was sehr Romantisches. Ma, der einzige Grund, dass Klaus noch frei rumläuft, ist, dass keine Zeugen existieren und die unglückliche alte Dame nicht in der Lage war, eine Anzeige zu formulieren. Ach, so schlecht ist der Junge doch gar nicht. Und auf jeden Topf passt immer ein Deckel. Kann sein, aber ich muss dem armen Kerl helfen. Bei was? Bei der Deckelsuche. Ich besorge ihm eine Freundin, das ist gut für sein Selbstvertrauen. Ich wüsste schon jemanden. Ich denke nicht, dass du dich da einmischen solltest. Neuerdings redet er schon von Chloroform und Mädchen betäuben und entführen. Das geht doch wohl ein bisschen zu weit. Naja, ich glaube, wir haben sogar noch Chloroform im Keller. Jedenfalls müssen wir was tun, bevor die Eroberungsmethoden von Klaus völlig aus dem Ruder laufen. Was ist Hypnose? Drei simple Stufen hinab ins Unterbewusstsein. Hypnose und Selbsthypnose. Das andere Ich. Wie unterwerfe ich andere unter meinen Willen? Barbara? Hier ist Johnny. Nein, ich wollte dich nur mal was fragen. Ja, natürlich habe ich dich vermisst, ist doch klar. Aber jetzt rufe ich an wegen meinem Bruder. Wegen Klaus, ja. Ja, der... Nein, Schlappschwanz ist sicher übertrieben. Der ist ein saudummes Ferkel? Na ja, der cleverste ist er nicht, zugegeben. Jemanden wie den willst du nicht auf der Bettkante sehen? Na ja, ich glaube, das solltest du dir noch mal in Ruhe überlegen. Du weißt doch noch, wer neulich vor Gericht für dich ausgesagt hat. Och, nicht zu danken. Ich sage immer, eine Hand wäscht die andere, nicht? Ob ich dich erpressen will? Ja, eine Nummer mit meinem Bruder und wir sind quitt. Okay, heute Nachmittag. Ich hol dich ab. War eine heiße Nacht, hä? Ging so. Eine Familie der Extreme. Siehst du das? Oh, für mich? Du bist ein Schatz. Nein, Pfoten weg. Das ist nichts für dich. Nicht für mich? Für wen dann? Du musst es im Auge behalten. Ich würde es mir lieber um den Hals hängen. Und ich bewege es sachte hin und her. Das sieht aber ziemlich öde aus. Halt einfach die Klappe und sieh hin. Du fühlst dich höllisch müde und entspannt. Glaube ich jedenfalls. Deine Augenlider werden schwer. Du fühlst dich müde, sehr müde. Du bist ermüdend genug. Kriege ich es nun oder kriege ich es nicht? Du musst dich aufs Pendel konzentrieren, sonst wirkt's nicht. Sonst wirkt was nicht? Naja, dass du in tiefen Schlaf fällst und die Kontrolle verlierst. In tiefen Schlaf fallen und die Kontrolle verlieren? Da hättest du gestern Abend Johnny erleben müssen. Der hat eine ganze Flasche Spiritus alle gemacht. Das wird kein Besäufnis, sondern ein Experiment. Also entweder ich bekomme die Kette oder hier läuft gar nichts mehr. Ach, du dusselige Kuh, das wird dir noch leid tun. Los, mal aufwachen! Na komm schon, wach auf! Haben Sie einen Haftbefehl? Nein, ein Pendel. Was soll der Blödsinn? Wo hast du das geklaut? Das Ding ist doch wertlos. Du musst genau hinsehen. Dann hör auf, damit rumzuwackeln. Du fühlst dich höllisch müde. Deine Augenlider werden ganz schwer. So schwer, dass du sie beinahe nicht mehr schließen kannst. Ich meine, aufmachen kannst. Es hat funktioniert.
Also, du gehst jetzt rein zu Klaus und wirst ihn über eine Stunde so richtig schön verwöhnen. Allerdings nur, um dir einen Gefallen zu tun. Normalerweise besuche ich meine Kunden nicht daheim. Ja, das weiß ich zu schätzen, Barbara. Doch Klaus hat nun mal so eine ganz dumme Schwellenangst. Den bekommt man nicht so leicht in deinen Vergnügungspalast. Hier 150, genauso wie vereinbart. Ich will aber 200 für eine Stunde. Ja, natürlich. Solidaritätszuschlag. Habe ich glatt vergessen. Du musst auf jeden Fall so tun, als ob er dich verführen würde. Der Junge muss Selbstvertrauen haben. Also ruhig mal laut loslachen, wenn er einen von seinen flauen Scherzen reißt. Und vor allem gib ihm das Gefühl, dass er der attraktivste Mann ist, den du jemals begegnet bist. Du weißt doch selbst am besten, wie gut ich lügen kann. Es geht doch nichts über ein kleines Nickerchen am helllichten Tag. So, jetzt brauche ich erstmal ein zweites Frühstück. Wo ist Klaus? Keine Ahnung, der ist vorhin rausgerannt. Er war irgendwie schräg drauf, der hatte so eine goldene Kette mit so einem Pendel dran. Eine goldene Kette mit einem Pendel dran? Ja, ein kleines Medaillon oder so ein Quatsch, aber wo er das nur wieder geklaut hat, weiß ich auch nicht. Mir wollte einreden, wie müde ich bin, dabei war ich kaum aufgestanden. Naja, viel geschlafen hast du heute noch ganz bestimmt nicht. Ist doch wirklich zu dumm. Barbara hat heute ein Rendezvous mit unserem Klaus, nicht wahr, Barbara? Nö, und was für eins? Barbara hat mir anvertraut, dass sie schon seit Jahren heimlich verliebt ist in unseren Klaus. Verliebt in meinen Klaus? Ich finde ihn sowas von anziehend, der ist so gut gebaut. Und dann diese braunen Augen. Blaue. Sag ich doch, diese braunen, blauen Augen. Wow, ja, ist das nochmal Johnny. Ja, nicht Plaste, sondern auch aus Elend. Wer ist diese Dame? Keine Ahnung, ich sehe sie auch zum ersten Mal. Ihr redet aber ganz schön wirres Zeug, verliebt in meinen Klaus. Ist doch nicht normal. Du hast selber gesagt, dass auf jeden Topf auch ein Deckel raufpasst. Na, und Barbara ist in diesem Falle der Deckel für unseren kleinen Klaus. Naja, sie muss ja wissen, was sie will, aber ich habe noch nicht vor, Oma zu werden. Das kommt echt geil. Barbara, willst du was trinken? Klaus wird jeden Moment nach Hause kommen. Na klar, ich habe ja noch eine knappe Stunde Zeit. Wunderschön, hä? Ja, wunderschön. Wohnst du hier in der Gegend? Ja, wir haben hier eine von den Villas. Dann komm her. Und jetzt mal genau hinsehen. Hier ist es viel ruhiger, findest du nicht? Ja. Gut, verrätst du mir jetzt, womit ich dir weiterhelfen kann? Du bist doch sicher ein ganz einsamer Junge. Kann sein, und Sie müssen jetzt auf diesen Anhänger gucken. Oh, das sieht ja richtig spannend aus. Ist das eine Übersprunghandlung? Du bist doch nicht schwul oder sowas. Nein, noch nicht. Also, das ist eine Art Anhänger und den müssen Sie jetzt für eine Weile im Auge behalten. Du bist ein ziemlich verrückter Kerl. Nicht so langweiler wie die anderen hier im Viertel. Sie fühlen sich vollkommen müde. Ihre Augenlider werden schwer. Für so einen Unsinn habe ich keine Zeit. Also, bevor du hier weiter rumwedelst, wirst du mich mal im Voraus bezahlen. Im Voraus bezahlen? Ja, das ist üblich. Du denkst doch nicht, dass du was für die Kette hier bekommst. Dafür würde ich mich nicht mal ausziehen. Nein, hier wird überhaupt nicht bezahlt. Sie werden erst einschlafen und dann... Ist kein Geld dabei, ha? Geld? Wofür? Du musst auf das Ding hier gucken. Am Ende muss ich noch dafür bezahlen, dass ich mir dein Ding angucken kann. Ich will doch kein Geld. Ich mach das vollkommen umsonst. Raus hier. Ich lass mich von dir doch nicht auf den Arm nehmen. Da kannst du nicht nur einen Haufen Spaß haben, sondern auch noch einen Haufen Geld verdienen. Ach, das ist doch nichts für Käse. Der geht's nicht um Geld. Für die ist das mehr ein Hobby. Immerhin arbeitet sie in einem Edelpuff. Da kann ich mir vielleicht einen richtig süßen Kerl wegfangen. Ich befürchte, dass du dir da was ganz anderes wegfängst. Ich begreife nicht, wo dieser Junge bleibt. Der wird sich doch wohl nicht verlaufen haben. Hallo. Hallo. Kann ich dich vielleicht mal was fragen? Nein, ich muss zum Tennisunterricht. Ich habe keine Zeit. Es dauert nicht lange, ehrlich. Siehst du diesen Anhänger? Der ist nicht von mir. Hast du ihn im Club gefunden? Du musst ihn genau ansehen. Wieso? Was ist damit? Ich habe gedacht, du wärst ein bisschen mehr aufgeschlossen. Außer Tennis hast du wohl Na, überhaupt schön, nichts ich werde genau hinsehen. Du fühlst dich vollkommen müde. Deine Augenlider werden schwer. Du kannst deine Augen nicht mehr länger offen halten.
langsam fällst du in den Schlaf, in einen sehr, sehr tiefen Schlaf. Und wenn ich gleich mit meinen Fingern schnippe, dann wirst du aufwachen und weißt gleich von gar nichts mehr. So, als ob nichts gewesen ist. Nimm jetzt die Hände weg, du erbärmlicher Sittenstrolch! Was ist los? Was hat er gemacht? Dieses Schwein da, der hat mich begrapscht. Noch was zu trinken, Barbara? Ja, sehr gern. Schade, die Stunde ist schon bald rum, Johnny. Du kannst doch ruhig ein bisschen länger bleiben. Ich hab dich doch gut bezahlt. Eine Stunde ist eine Stunde. Aber ich wäre bereit, für mein Geld was zu tun. Du hast noch 10 Minuten. Du meinst, dass... Du hast doch schon genug in der schnellen Truppe, Johnny. Es wäre in der Tat ziemlich ärgerlich, wenn du völlig umsonst gekommen wärst. Wo geht ihr denn hin? Ich wollte Barbara kurz mal das Haus zeigen. Genau. Es wird nie gelingen, Menschen zu hypnotisieren, die absolut nicht hypnotisiert werden wollen. Die Erfolgsaussichten sind jedoch am größten bei bestimmten Personen, deren Verstand oder auch Denkvermögen noch nicht vollkommen ausgereift und entwickelt sind. Meine Kleine, bist du vom Denkvermögen hier völlig entwickelt, hä? Anscheinend nicht, hä? Du musst jetzt genau hinsehen. Du fühlst dich jetzt müde, vollkommen müde. Deine Augenlider werden ganz schwer. So schwer, dass du sie auf Dauer nicht mehr richtig aufhalten kannst. Langsam fällst du in den Schlaf. Einen sehr, sehr tiefen Schlaf. Und wenn ich gleich mit meinen Fingern schnippe, dann wirst du wieder aufwachen und... Was hast du mit ihr gemacht? Ich, Du bist wohl so ein mieser Sittenstorch, hä? Ich doch nicht. Tja, für Klaus vereinbaren wir noch mal einen neuen Termin. Nichts dagegen, Johnny. Allerdings finde ich es im Nachhinein halb so wild, dass ich den guten Klaus verpasst habe. Und ich soll dich wirklich nicht zurückfahren? Nein, so ein bisschen Bewegung tut mir nach so einer Nummer eben ganz gut, schätze ich. Und dir genauso, du Tischer. Tja. Na, das wird Klaus aber gefallen, dass du hier mit seiner Freundin Orgien veranstaltest. Da kriegt er aber ein riesen Selbstvertrauen von. Ja, aber ich weiß auch nicht mehr, ob Barbara der richtige Deckel für den Topf von Klaus ist. Ist Barbara weg? Mhm. Und ihr habt euch nur das Haus angesehen. Ich glaube nicht, dass die Kuh weitergekommen ist als in Johnnys Schlafzimmer. Johnny, sowas tut man doch nicht. Sie ist die Freundin von deinem Bruder. Na ja, es war ja nun wirklich nicht so, dass die beiden über Jahre hinweg sowas wie eine feste Beziehung hatten. Ich glaube, da kommt er. Klaus, was ist denn mit dir passiert? Haben die Jungs vom Tennisclub wieder mal Aufschlagen mit dir geübt? Hast du Schmerzen? Die haben dich wieder beim Spannen im Damenumkleideraum erwischt, hä? Echt nicht? Ich habe überhaupt nichts getan. Na, dann sag uns doch mal, wie es kommt, dass du aussiehst wie die Schweinehälfte, mit der sich Rocky Stallone immer in Form bringt. 10 Typen, so groß wie Schränke. Ich bin nur so herumspaziert, hab niemanden belästigt, keine Frauen begrapscht, ich gebe euch mein Ehrenwort. Doch plötzlich, aus dem Nichts heraus, schnappen die mich. Die haben schon auf mich gewartet. Sag mal, was ist denn mit dem passiert? Klaus ist in einen Hinterhalt geraten, und zwar von dem hiesigen Arnold Schwarzenegger Fanclub. Absolut richtig. Ich hab gekämpft wie ein Löwe. Aber die waren so in der Übermacht, dass ich keine Macht über sie hatte. Du warst sehr mutig. Na ja. Ich habe euch schon immer gesagt, dass das hier ein sehr schäbiges Viertel ist. Also passt ihm nichts besser auf und nimm dein Messer mit. Ja. Und es ist dir auch nicht gelungen, diese wahnsinnige, blutrünstige Meute unter Kontrolle zu bringen mit der Hilfe von Hypnose. Hypnose? Was redest du für einen Unfug? Hypnose in 6 ganz, ganz einfachen Lektionen. Na, ich glaube, ganz so einfach war es dann wohl doch nicht, hä? Ja, damit, das gehört mir. Was ist das? Unser Kläuschen macht einen Kursus. Ich will ja auch nicht in deinen Sachen rum. Was für ein Kursus? Hypnose und Macht. Wie unterwerfe ich andere meinem Willen? Ich befürchte, dass du und Ma heute Morgen Versuchsmäuse für diesen Unfug waren. Versuchsmäuse? Wofür? Für die perversen Gelüste von dem Herrn hier. Das sind nämlich ganz schlimme Finger, diese Hypnotiseure. Die sehen dir einmal tief in die Augen und danach können sie dich zu allem missbrauchen. Die können mich zu allem missbrauchen? Zu was genau? Tja, Käse, ich will jetzt lieber nicht zu tief ins Detail gehen, aber die können die verrücktesten Dinge mit dir tun. Und im Anschluss kannst du dich an nichts mehr erinnern. Genau. Was bist du nur für ein Ferkel? Bah, ich verstehe nicht, was Barbara an dir findet. Barbara?
Wer ist Rhabarbara? Das erkläre ich dir später in Ruhe, Klaus. Klaus, dass du Probleme damit hast, Frauen für dich zu gewinnen, das ist mir schon klar, seit du 3 Jahre alt warst. Aber dass du aus Verzweiflung einen Hypnosekurs belegst, das geht doch wohl ein bisschen zu weit, oder? Was zahlst du eigentlich für den ganzen Mist hier? 175 Gulden. 175 Gulden und dafür erhältst du nichts anderes als ein armselig aus dem Belgischen übersetzten Stapel Fotokopien? Und eine Kette, die sogar für einen Kaugummiautomaten noch viel zu schäbig wäre. Aber das ist ein magischer Anhänger. Da gehen übernatürliche Kräfte von aus, das ist wissenschaftlich bewiesen. Ach, und woher weißt du das? Na, das stand hier in dem Buch drin. Diese übernatürlichen Kräfte haben dir aber auch nicht viel weiter geholfen, oder? Ich brauche einfach ein bisschen mehr Übung. Klaus, das ist pure Abzockerei. Diese Menschen verdienen sich eine goldene Nase an armen, gutgläubigen Schluckern wie dir. Nach nur 6 Lektionen kann man doch unmöglich hypnotisieren lernen. Nach 2 Lektionen kann man schon jemanden zum Schlafen bringen. Du brauchst dafür keine Lektionen, um Leute zum Schlafen zu bringen. Das ist eine natürliche, angeborene Begabung von dir. Wenn meine Freunde an Schlafstörungen leiden, sollen sie sich 3 Minuten mit dir unterhalten. Du bist besser als Valium. Ach, du bist doch nur eifersüchtig, dass du nicht auch hypnotisieren kannst. Du solltest lieber erst mal üben, wie man es ausspricht, bevor du einen Kursus darin belegst. Ach. Lektion 3. Während Sie den magischen Anhänger sachte hin und her bewegen, sagen Sie mit möglichst monotoner Stimme die im Folgenden aufgeführten Befehle auf. Du fühlst dich vollkommen müde, deine Augenlider werden ganz schwer. Langsam fällst du in den Schlaf, einen sehr, sehr tiefen Schlaf. Und wenn ich gleich mit meinen Fingern schnippe, dann wirst du aufwachen und dann weißt du von nichts mehr, so als ob nichts gewesen ist. Siehst du es jetzt endlich ein? Das ist ein gequirlter Haufen Kacke. Ja, das fand ich eigentlich auch nicht. Dass du danach mit deinem Fingerschnippen jemanden sofort wieder unter Hypnose bringen kannst. Und ihn davon überzeugen kannst, dass er ein Pavian ist. Oder ein schwuler Kater. Oder vielleicht ein beklopptes Karnickel. Oder dass es voll heiß ist und im Anschluss eiskalt. Danach reicht ein Schnippen mit den Fingern und das Hypnoseopfer ist wieder bei vollem Bewusstsein und kann sich an nichts mehr erinnern. Was für eine Unsinn das doch genau, ist. Genau, ich bin froh, dass du es endlich einsiehst, Klaus. Ein Bierchen. Oh ja, lecker. Klaus, ich habe eine tolle Idee, was wir beide heute Abend machen. Du und ich, wir hauen heute mal so richtig auf die Pauke. Wieso heute Abend? Am Donnerstag sind doch die Mädels vom Hockeyclub immer beim Training. Nix Hockeyclub. Wir gehen heute Abend mal in die Disco. Zu Ilja Richter? Ja, genau. Hier ist dein Bier. Da bist du schon eine Ewigkeit nicht mehr gewesen. Das wäre genau das Richtige für dich. Treibst du es mit dem erstbesten Mädchen, das dir über den Weg läuft. Und danach kannst du so eine Gnose-Scheiß für immer vergessen. Du musst dich vorher gut duschen, die Zähne putzen, etwas Fett in die Haare, ein bisschen rumklimpern mit dem Kleingeld und schon gehören sie alle dir. Der hat sich verdrückt, Johnny. Der ist bestimmt duschen. Von Putte? Morgen kriege ich dann die Rollmöpse. Wenn Sie Rollmöpse kriegen, gehen Sie lieber zum Schönheitschirurgen. Na los, Platz! An, wen ich verborgt habe. Ich hab's. Arnold hat unser Starthilfekabel. Genau. Was soll denn das werden? Spinnst du? Nein, ich bin ein Pavian. Ach so. Das ist kein Pavian. Das ist dieser Flodder. Der wollte meine Schwester vergewaltigen, vorm Tennisplatz. Bist du dir sicher? Absolut, glaube ich. Lass meine Frau in Ruhe! Geh lieber zu ihrer Schwester! Guten Tag, mein Freund. Darf ich fragen, was uns in diese Gegend führt? Ich weiß nicht, was Sie hier machen, aber ich gehe spazieren. Das ist einer von diesen Flodders. So, wir gehen also spazieren. Mhm. Und nebenbei machen wir auch noch einen auf Jack the Ripper, oder? Ich weiß nichts von dem kleinen Mädchen auf der Schaukel und am Tennisplatz war ich auch nicht. Was für ein mieser Schweinehund. Er ist der Schlimmste von dieser ganzen Sippschaft. Wir haben eine ganze Reihe Beschwerden gekriegt, betreffend eines langen, schlaksigen jungen Mannes, der Frauen belästigt hat. Ich nehme an, dass du keine Ahnung hast, um wen es sich handelt. Nein, so schlaksig bin ich ja nun auch wieder nicht.
Einzige Beschwerde und du kommst ins Gefängnis. Und zwar für immer. Also benimm dich anständig. Das nächste Mal ertappen wir dich auf frischer Tat. Wie lange muss ich noch hier drin bleiben, Johnny? Wir haben kein Geld für einen guten Anwalt. Wir hoffen auf Case, die gerade mit dem Richter rummacht. Ich will nach Hause, Johnny. Ja, ich verstehe dich, Klaus. Aber dann hättest du die Polizistin nicht vergewaltigen dürfen. Ich verstehe nicht, was mit dir los war. Vier Mann mussten dich von ihr losreißen. Ich kann mich nicht mal an die Frau erinnern. Eben, das ist auch so ein Grund, warum die dich hier so lange festhalten. Missachtung von öffentlichen Ordnungskräften. Und ich habe noch gesagt, dass wir beide zusammen in die Disco gehen sollten. Da laufen Weiber rum, die nur darauf warten, von einem Kerl wie dir besprungen zu werden. Aber ein Polizist weiblichen Geschlechts, der sich obendrein noch im Dienst befindet, das ist doch wohl das Letzte für einen gesunden holländischen Jungen. Ich konnte sie nicht einmal leiden, die Kuh, die Verdammte. Du wirst übrigens immer bleicher. Kriegst du auch gut zu essen? Du siehst richtig dünn. Ach, ich weiß auch nicht. Ich fühle mich dauernd so müde. Und ich bin auch noch nie mit so einem grässlichen Muskelkater aufgewacht. Ach, sobald du hier raus bist, keine Sorge, gehen wir beide auf Frauenfang. Das bringt dich im Nu wieder auf die Beine.